Hey Leute, heute mal vor der Kamera. Ich wurde nämlich getaggt zum fucking Freaks Tag von Stone Cold 79. Vielen Dank dafür. Ist mein erster Tag. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich habe mir die Fragen ausgedruckt, habe mich null vorbereitet. Das klingt auf jeden Fall gut, ne? Weil ich finde, bei so einem Tag so ein bisschen Witz muss da drin sein. Und ich finde es besser, wenn man sich da gar nicht informiert. Aber ich glaube, ich habe den Tag schon mal bei Silentium 141 gesehen, der mich übrigens auch zu YouTube gebracht hat. Also der mich da unbewusst so ein bisschen animiert hat, auch Videos zu machen, weil ich einfach ein paar Leute suche, die auch diesen Filmgeschmack teilen wie ich so. Und eigentlich habe ich einen recht weit gefächerten Filmgeschmack, aber grundsätzlich stehe ich eigentlich hauptsächlich so auf Mindfuck-Filme à la Lynch, Kronberg, Nolan, Jodorowsky. Ähnlich wie Silentium. Nur nicht ganz so krank. Also diese Sickos tue ich mich sehr schwer mit. Ja, Stone Cold, erstmal danke für den Tag und auch danke so für dein an die Hand nehmen, so was YouTube angeht. Du hast mir alles so ein bisschen nochmal eben gezeigt, hast mich ein paar Leute vorgestellt und sowas, was ich ganz cool finde. Ja, hab natürlich jetzt auch viele abonniert und bin auf jeden Fall sehr viel Videos angucken gerade aktuell. Auf einmal so viel neues Material an Videos. Gut, fangen wir mal an hier. Hier die Fragen, geht's dir noch gut? Das ist erstmal die Überschrift. Welcher Film hat dir ein unwohliges Gefühl gegeben? Da gibt's ehrlich gesagt viele, weil ich bin eigentlich mehr so ein Sensibelchen. Und treib's aber trotzdem immer auf die Spitze und muss mir irgendwie mal den krankesten Scheiß angucken. Auch wenn es mir eigentlich gar nicht gut gefällt. Und ich da eigentlich auch ja ein bisschen, also ein paar Tage schon rein zu knabbern habe manchmal. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Original von Matthias mir ziemlich quer im Magen lag. Der französische. Allerdings auch diese ganzen Terrorfilme, diese französischen. Inside war auch ziemlich krass. Aber Matthias war schon eine harte Nummer, wirklich. Das gehört schon mit zu dem für mich krassesten, was ich gesehen habe. Ansonsten Serbien-Film fand ich auch ziemlich heftig, muss ich sagen. Da habe ich auch erstmal wirklich eine Viertelstunde einfach nur nach dem Film vor dem Menü gesessen und gedacht, Alter, was habe ich mir da angeguckt. Obwohl ich diesen Film mag, fand ich den doch recht heftig. Dann einen Film, den habe ich nicht geguckt, da habe ich eigentlich mehr Szenen nur von gesehen und das war Man Behind the Sun. Und das war auch schon wirklich Grund genug, mir das den Film nicht anzugucken, weil, boah, ja doch, eigentlich, ich glaube, wenn ich mir das angucke, wäre es das Härteste. Aber das will ich gar nicht sehen. Philosophy of a Knife habe ich mal gesehen, aber der war mehr anstrengend als irgendwie traumatisch oder traumatisierend. Und doch, Earthlings, diese Tier-Doku, da habe ich nur den Trailer gesehen und ich habe fast geheult, muss ich ehrlich sagen. Also, Earthlings, Man Behind the Sun, Matthias, so, was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, ist so das Krasseste, was mir auf jeden Fall ein unwohliges Gefühl gegeben hat, ja. Ansonsten brauche ich eigentlich quasi auch nur vor die Haustür gehen. Da wird mir manchmal auch ganz unwohl. Gut, dann haben wir hier eine nächste Rubrik. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Rubrik ist. Ist das Kunst oder kann das weg? Wie stehst du zu Aronofsky, Refn oder von Trier-Filmen, die etwas künstlerisches, / Arthouse-Flair haben? Und ja, habe ich ja eben schon erwähnt, stehe ich voll drauf. Um mal jetzt hier die benannten Regisseure drauf einzugehen, Aronofsky, fand ich die alten Sachen, also Pi fand ich richtig klasse von Aronofsky. Was hat er denn noch so gemacht? Jetzt weiß ich nicht. Ach so, The Fountain, genau. Ja, also den neuesten Film war, glaube ich, Mother, ne? Mother hat mich fand ich richtig, richtig klasse. Ich habe selten einen Film gesehen, der so ruhig beginnt und mit so viel Tempo endet eigentlich. Refn, ich glaube, der hat Drive gemacht, oder? Drive. Da bin ich noch so ein bisschen am Rand fühlen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ich gucke mal hier auf meine Sammlung, denke ich mich hier links.
Weiß ich auch gar nicht genau, was der jetzt alles gemacht hat, aber ich glaube, da war Only God Forgives bei, ne? Ich hätte mich vielleicht doch ein kleines Stück vorbereiten sollen. Aber ich glaube, Only God Forgives hat er gemacht. Den fand ich eigentlich ganz gut. Bei ihm mag ich das. Mich erinnert das alles manchmal so ein bisschen an Dario Argento, was diese Farben angeht. Weil der so alles ziemlich krass ausleuchtet und dann auch so, ja, mit den Farben halt sehr viel spielt. Das gefiel mir damals bei Argento schon sehr gut und das, finde ich, fängt er auch gut ein. Und er hat auch immer, also er macht ja jetzt nicht so diese künstlerischen Filme, was die Thematik angeht, sondern eher so, was die Drehweise betrifft. Und ich muss sagen aber auch, dass die Filme von der Handlung immer ziemlich interessant sind. Also die sind sehr spannend, finde ich. War Neon Demon auch von ihm? Egal, aber Trier zum Beispiel von Lars von Trier hat es mir auch ziemlich angetan. Würde ich sogar sagen, gefällt mir von den drei am besten. Jetzt gerade House That Jack Built, hatte ich auch schon eine Kurzkritik drüber gemacht. Gefällt mir voll gut. Aber sein bester Film meiner Meinung nach, Melancholia, das war wirklich ein Film. Ich stehe auch auf diesen ganzen Planeten- und Sternen-Gedöns, sodass mir einfach die zweite Hälfte von Melancholia sowas von zugesprochen hat. Also, da weiß ich noch, das war klasse. Ansonsten, ja, Antichrist, auch ein toller Film. Dancer in the Dark, Breaking the Waves. Also, der hat eine Menge gute Filme gemacht, aber das passt eigentlich auch ganz gut zu der ersten Frage mit dem unwohligen Gefühl. Weil auch bei von Trier hat man ziemlich oft ein unwohliges Gefühl. Die Serie übrigens kann ich auch nochmal empfehlen, die hatte ich in meinem letzten Update, glaube ich. Hier, Geister. Auch wenn die nicht zu Ende gedreht wurde, ist das ein klasse Werk. Gut, kommen wir zum nächsten. Harte Kost. Okay. Zeig uns deinen härtesten, brutalsten oder kontroversesten Film aus deiner Sammlung und stelle ihn kurz vor. Härtesten, brutalsten und kontroversesten Film. Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Ich hatte mal Regurgitated Sacrifice aus dieser Vomit Gore Trilogie. Den würde ich dann jetzt am liebsten in die Kamera halten, aber den habe ich nicht mehr, weil es mir zu krank war. Ansonsten würde ich auch sagen, Serbian Film vielleicht. Härteste, brutalste und kontroverseste. Ja, doch, eigentlich schon Serbian Film. Sonst, also das ist wirklich einfach hart, brutal und kontrovers. Ich würde sagen, der ist es. Und der hat ja wohl auch, jeder weiß ja wohl, dass es da etliche Diskussionen gibt und dass der Film einfach auch manchmal leider auf so ein paar einzelne Szenen reduziert wird, die den Film, den der eigentlich gar nicht braucht, der Film. Der Film ist einfach auch ohne diese Szenen so klasse. Und ich kann Leuten, ich weiß jetzt nicht, wiefern die geschnitten ist, aber wen das einfach zu hart ist, dem würde ich schon sagen, guckt euch die geschnittene Fassung an, scheiß auf den Splatter und auf diese besagten Szenen. Der hat einfach eine geile Atmosphäre, der Film. Und ist richtig schön sick halt, ne? Gut, alles nur Hype. Der überbewerteste Film aller Zeiten. Oh, da kann ich mir eigentlich einen Feinde machen, oder? Der überbewerteste Film für mich persönlich aller Zeiten. Ah, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind die Star Wars Filme. Oh, wirklich. Ich kann mit den Star Wars Filmen nichts anfangen. Ich habe die in meiner Kindheit auch nicht gesehen. Ich habe die, glaube ich, vor 3 Jahren mal versucht durchzuziehen, die Filme. Und ich habe 2 geschafft und es hat mich nicht geflasht. Sorry. Star Wars ist für mich auf jeden Fall überbewertet. Ansonsten finde ich auch persönlich Alien, die Alien-Filme etwas, die sind gut, aber die sind etwas überbewertet, finde ich. Also ich finde zum Beispiel Das Ding aus einer anderen Welt von Carpenter hätte diesen Run oder diese Aufmerksamkeit, diese krasse, viel mehr verdient, obwohl der ja auch damals, glaube ich, schon recht früh indiziert wurde. Ja, also mit Star Wars und Aliens werden mich jetzt wahrscheinlich schon alle hassen. Ansonsten gibt es noch einen überbewerteten Film. Ja, viele Hollywood-Filme einfach, ne?
Es ist oft das immer wieder dasselbe, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch Fortsetzungen sind. Ich komme jetzt einfach, ich habe es gerade im Kopf, bei Hangover zum Beispiel. Hangover ist kein toller Film eigentlich, aber da einen zweiten und einen dritten Teil zu machen, die wiederum eigentlich fast nur das gleiche Thema ansprechen wie im ersten Teil, die werden ja trotzdem voll gut verkauft, weil einfach alle den ersten Teil toll fanden und das ist, finde ich, ist meiner Meinung nach dann auch total überbewertet, weil die Filme einfach schlecht sind. Das ist wirklich. Also meiner Meinung nach, ne? Wir bleiben ja hier, das ist alles meine Meinung, nagelt mich hier nicht drauf fest. Star Wars. wo war ich denn jetzt hier? Aktuell oder Retro, genau. Siehst du hauptsächlich ältere Filme, zum Beispiel aus den 70ern oder eher 2000er aufsteigend? Also am Ende. Eigentlich gucke ich am liebsten gute Filme. mir ist es eigentlich relativ egal, ob die neuer oder älter sind. Aber ich muss schon sagen, dass ich mehr auf der Seite der Retro-Filme bin. Also ich gucke schon eher lieber, wenn ich jetzt mir jetzt einfach nur so das Zombie-Genre mir vor Augen führe, da gucke ich auch lieber Retro. Da gucke ich lieber Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, Dawn und Day of the Dead. Was es da nicht noch alles damals gab, auf jeden Fall diese Zombie-Filme. Auch wenn die teilweise wirklich trashig waren und von den Effekten her einfach heutzutage auch sauschlecht sind, haben die noch das, was die meisten Zombie-Filme zum Beispiel heutzutage nicht mehr haben. Und das ist einfach Atmosphäre. Das ist einfach dieses Bedrohliche. Heutzutage rennen die Zombies, sie ja, weiß ich, der Soundtrack und der Score ist einfach nur noch hektisch. Da gefiel mir das früher viel besser, auch was Gruselfilme angeht. Wenn ich mir heute so angucke, dieses ganze Conjuring, Paranormal Activity, Insidious, sind teilweise keine schlechten Filme, will ich auf gar keinen Fall behaupten, dass sie schlecht sind. Aber wenn ich mir damals mal diese ganzen Gruselfilme angucke, wie Der Nebel von Carpenter, war es Carpenter, ne? Ja, von Carpenter, Der Nebel oder ach, was, da gibt's echt etliche. Oder auch die Polanski, diese Mieter-Filme da, Der Mieter, Ekel und Rosemary's Baby. Ey, sowas gibt's kaum noch heute. Und das finde ich wirklich schade, weil das sind eigentlich so wirklich diese Filme, die ich wirklich am liebsten schaue. Sonst heutzutage kommen auch noch hin und wieder mal coole Filme raus. It Follows fand ich zum Beispiel gut. Und jetzt gerade ist das ja mit Stranger Things das Ding, dass das ja anscheinend nochmal so eine 80er-Retro-Welle kommt, in denen sie einfach moderne Filme auf 80er trimmen. Jetzt letzter gesehen Summer of 84, fand ich, also ich finde diese Grundidee gar nicht schlecht, auch weil der Soundtrack wieder total 80er ist in diesem Film, war bei It Follows ja auch so ein bisschen. Da finde ich nicht schlecht, allerdings liegt es auch hauptsächlich daran, dass mir einfach in modernen Filmen diese ganze Effekthascherei und überall sind Handys und Computer und es ist halt total neu modern und einfach, ja, ich mag einfach diesen Fortschritt auch nicht. Ich könnte euch hier stundenlang eine erzählen darüber, aber möchte ich gar nicht. Ich mag es einfach nicht und von daher spiegelt sich das einfach auch in dem Film wieder und da gehe ich lieber auf die guten alten 70er, 80er, auch 90er Jahre, ja, das ist meine Antwort. Lege ich mich jetzt fest. Das wahre Grauen. Auf was kommt es bei einem guten und innovativen Horrorfilm wirklich an? Ja, da kann ich auch nur nochmal von eben wieder aufarbeiten, dass ich hauptsächlich auf Atmosphäre stehe. Natürlich gucke ich mir auch gerne mal einen Gore- oder einen Splatter-Film an und die müssen die natürlich auch klasse sein, die Effekte. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich wirklich brauche. Eigentlich geht es mir bei Horrorfilmen um die Atmosphäre, um das Unwohlsein. Und ja, einfach dieses creepy Ding, ne? Dieses creepy Ding. Letztens habe ich auch, wie gerade creepy gesagt, Creepshow mal wieder gesehen. Alle drei Teile. Und muss auch sagen, dass mir die auch echt gut gefallen. Das ist halt so Horror, auch wieder Oldschool-Horror. Heutzutage ist viel, ja, immer wieder viel auf Brutalität. Bestes Beispiel sind die Saw-Filme. Die Saw-Filme, anfangs, den ersten Teil fand ich super klasse. Richtig Atmosphäre, spannend. Zum Mitraten hat auch sehr viele Krimi-Elemente gehabt. Und die Filme wurden immer brutaler, bis man dann irgendwie, ich glaube, beim
Welcher kam vor Jigsaw? War das der siebte? Ich meine, das war der siebte, wo es einfach kaum noch Story gab, sondern einfach nur noch Geballer. Es wurde nur noch getötet, es wurde nur noch gesplattert und es musste einfach nur noch ekliger, noch härter sein. Was mir auch ganz gut gefiel eigentlich. Aber was halt einfach für mich kein Horrorfilm ausmacht, das sind dann... Ja, Horror- und Splatterfilme trenne ich auch noch so ein bisschen, muss ich sagen. Also einen guten, innovativen Horrorfilm macht auf jeden Fall der Soundtrack und die Atmosphäre aus, finde ich. Und natürlich die Schauspieler. Also bringt nichts, wenn man dann da jemanden hinstellt, der nichts kann. Zurück in die Zukunft. In welcher Zeitepoche hättest du gerne gelebt? Oh, das ist eine Frage, mit die ich echt auch momentan mit Kumpels ziemlich oft durchdiskutiere. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich, also erstmal bin ich ganz zufrieden, in den 90ern groß geworden zu sein. Gehen wir mal rückwärts. Also in diesem Jahrzehnt, in dem wir gerade leben, nein, hätte ich auf gar keinen Fall Bock gehabt, groß zu werden. Da, ich lebe zwar in der, aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, auch ein bisschen groß zu werden, weil in seiner Jugend, Kinder- und Jugendzeit nimmt man halt noch das viel am meisten wahr und es prägt einen einfach noch am meisten. Und ich stelle mir vor, wenn ich in dieser heutigen Zeit groß werden würde, mit Handys schon so in der Hand direkt und Tablets und oh, die ganzen Gedöns, ich glaube, ich wäre nicht so glücklich geworden. Ansonsten, die 2000er waren noch ganz okay, weil für meinen Teil, da ja der New Metal, ich liebe New Metal, da war der halt sehr angesagt und da war es einfach geil. New Metal und Hip-Hop war so gerade total angesagt und das hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Heutzutage, ich meine, zieht euch mal die Musik von heute rein, ey, was ist das? Was ist das? Was soll das werden, vor allem, wenn es fertig ist? Es klingt ja auch noch nicht mal fertig. Gut, kommen wir weiter. Zu den 90ern, da bin ich groß geworden. Eurodance, jede Party, wo Captain Jack läuft, da drehe ich mit ab Rad. Captain Jack, Banger Boys, ich liebe es einfach. Das ist so wirklich, wenn ich diese Musik höre, da geht's in mir hoch. Das ist meine Kindheit. Ich wäre auch super gerne in den 80ern groß geworden. Hätte da allerdings eher so diesen L.A. Sunset Strip, diese Szene gerne mitgemacht, mit ganzen Roses damals und sowas, dieses, also halt richtig so Spandex-Hosen auftakeln wie Frauen, da hätte ich auch Bock drauf gehabt. 70er natürlich, total geil, Glam und Glitter, da hätte ich auch total gerne mitgemacht. 60er Jahre natürlich auch, also vor allem 60er Jahre, 50er Jahre wahrscheinlich auch, ich denke mal alles, was, okay, die 40er hätten vielleicht nicht so, das hätte ich mir vielleicht nicht mit reinziehen müssen, aber so ab den 50ern aufwärts bis 2000er, ja doch, da finde ich alles gut. Aber im Endeffekt will ich mich nicht beschweren, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie mein Leben bisher verlief und dass ich in den 90ern groß geworden bin. Will allerdings, denke ich, auch keine Kinder in die Welt setzen heutzutage mehr. Also so unwohl geht es mir, wenn ich mir die ganze Entwicklung angucke. Da sind wir. Hosen runter. Zeig deinen schlechtesten Film oder sag mir, was der schlechteste Film war, den du jemals angeschaut hast. Da gibt es ein paar mehr auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch damals, als ich angefangen habe mit dem Filmsammeln, da war ich auf jeden Fall auch noch sehr Horror-Splatter-orientiert. Und da ging es los mit Jochen Taubert. Die Red Edition kann nur geil sein. Ey, das ist Red Edition. Und da hatte ich Filme geguckt von der Red Edition, The Dentist und sowas. Da dachte ich mir, alles, wo Red Edition draufsteht, da ist auch wirklich Red Edition drin. Ja, und irgendwann fiel mir dann auf, dass Laser Paradise ist. Ja gut, und dann ging es halt Exhibitionistenattacke, weiß ich noch. Aber der war schon wieder so schlecht, dass ich den eigentlich schon wieder ganz lustig fand. Da waren noch ein paar andere Taubert-Filme, die ich mir angeguckt habe, die einfach gar nicht gingen. Ansonsten ganz so Anthropophagus 2000 war, glaube ich, auch noch so von Andreas Schnaas, glaube ich, so ein Maneater-Remake. Der war auch mega schlecht. Und dann gibt es halt also so Trash-Sachen. Was war denn das nochmal? Attacke der Killersocken oder sowas habe ich mal gesehen. Der war auch wirklich so schlecht. Der war vom Sound her so,
so schlecht ausgesteuert, dass man nicht mal ein Wort verstanden hat von dem, was die Leute gesagt haben. Also der ist definitiv mit am schlechtesten gewesen. Und ja, ich denke, das reicht als Antwort. Der Jochen Taubert, ich glaube, viel tiefer kann man da auch nicht rutschen. Prachtstück, zeig mir deine teuerste Edition aus deiner Sammlung. Jetzt muss ich ja auch noch echt aufstehen. Die teuerste Edition aus meiner Sammlung. Ey, das ist, glaube ich, wirklich eine einzelne DVD. Ich muss mal eben kurz gucken. Aber das ist so. Hol ich doch glatt mal eben. Tü-tü-tü-tü. Da ist er. Also ist jetzt nicht in dem Sinne teuer, dass ich da viel Geld für bezahlt habe. Also es war schon einigermaßen viel Geld. Aber ich weiß das auf jeden Fall, dass die mehr gehandelt wird. Und das ist Bigotten. Das ist die amerikanische Veröffentlichung von Bigotten. Ich glaube, es gibt auch nur die amerikanische. Und das ist halt das Original mit dem Booklet und all sowas. Es gibt da auch ein, zwei Bootlegs, die genauso aussehen, aber die einfach ja gebrannt sind, ne? Und auch das Booklet nicht haben. Und ich glaube auch von der Hinterseite ein bisschen anders gestaltet sind. Das Cover ist aber das gleiche. Ja, und ich habe hier, ich kann das ja auch ruhig mal sagen, Bigotten habe ich für 40 Euro bekommen. 40 oder 45 und der geht teilweise wirklich schon bei 70, 80 Euro. Also da habe ich schon Auktionen gesehen, wo der für 70, 80 Euro weggegangen ist. Und es gibt sogar Leute, die wollen dafür über 100 Euro haben. Und ich denke, wenn jemand den wirklich hart haben will, dann bezahlt er das auch. Also kann ich mir stark vorstellen, weil der Film ist wirklich selten. Krösus, wie viel würdest du maximal für einen Film Edition ausgeben? Ja, also die Frage würde mich mal interessieren, bevor es Mediabooks gab. Also bei Mediabooks, na gut, ist ja egal, Edition, also ich würde sagen, ich gebe maximal 50 Euro aus. Ich habe auch noch nie mehr ausgegeben für einen Film. Aber wenn das jetzt zum Beispiel eine Edition ist, mit mehreren Filmen. Ich habe hier zum Beispiel die Stanley Kubrick Box. Das ist eine ziemlich große Box mit so einem Magnetverschluss. Also eine richtige Box mit Magnetverschluss. Also edel halt, ne? Und ja, da würde ich dann auch wirklich schon 50 Euro für ausgeben. Ich meine, man hat die ganzen Klassiker da drin. Es sieht schön aus. Und würde ich mir die einzeln kaufen, würde ich vielleicht sogar auf den gleichen Preis kommen. Oh, es ist schon wieder warm hier, ey. Nee, aber 50 Euro, denke ich mir mal. Das wär's. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Hast du schon mal von einem Film Albträume gehabt? Ja, klar. Natürlich. Aber von welchem Film war das denn? Also meistens ziehe ich irgendwelche Orte aus Filmen mit in meinen Albträumen rein. Wobei ich auch wieder sagen muss, da bin ich auch ein bisschen gestört. Albträume teilweise finde ich gar nicht so schlimm. Also so blutige Albträume, wo andere schweißgebadet aufwachen, finde ich manchmal sogar ganz angenehm. Schlimmer finde ich es, wenn man in seinem Traum mit Verlustängsten zu kämpfen hat, wenn die Familie vor einem stirbt oder sowas. Das ist dann schon wirklich Albtraum. Und in dem Sinne träume ich eigentlich so direkt nicht von Horrorfilmen. Also ich habe das jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie einen Film angucke und nachts davon träume. Das eigentlich nicht. Aber ja, es gibt so ein paar Szenen aus manchen Filmen, woran ich mich erinnern kann, dass ich davon mal geträumt hatte, ob es nun ein Albtraum war oder nicht, das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Aber Nacht der reitenden Leichen zum Beispiel, die fand ich wirklich so creepy, die Dinger, dass ich davon geträumt habe. Obwohl das jetzt kein Albtraum war. Ich fand es eigentlich ganz angenehm. Und ja, recht neu sogar vom Suspiria Remake oder von der Neuverfilmung von Suspiria, den aktuellen da jetzt. Da hatte ich auch irgendwie von geträumt, aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war dieses, oder war das doch vom Original?
Auf jeden Fall bin ich halt in dieser Tanzschule rumgelaufen und ich wusste, da ist irgendwas im Busch und ich muss hier raus, habe den Ausgang halt nicht gefunden. Das sind halt solche kleinen Sachen, die häufig mal vorkommen, dass man davon träumt. Aber wahrscheinlich im Unterbewussten hole ich mir auch viel aus den Filmen raus. Ne? Mein Hirn speichert das ja alles. Und ja, träumt da dann von. Aber unbewusst, dass das von Filmen beeinflusst wurde. So, egal jetzt, Alter. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Ab welchem Gebot wärst du bereit, deine Sammlung zu verkaufen? Ja, also, da müsste ich schon wirklich in starker Geldnot sein, um meine Sammlung zu verkaufen. Ich meine, das über Jahre habe ich die zusammengesucht und da sind wirklich einige Raritäten bei. Teile davon könnte ich wohl verkaufen, aber okay, wir gehen jetzt einfach mal von der ganzen Sammlung aus, wie viel Kohle mir dafür gegeben werden müsste. Krass. Also ich glaube, unter 5000 Euro wäre da nichts. Ich weiß, dass das nicht so viel wert ist, aber das ist mir einfach so viel wert. Dieses Sammeln und dieses teilweise so hinterherhecheln hinter irgendwelchen Filmen, so hartnäckig geboten bei eBay oder Filmundo, dass das alles nicht nur mit dem finanziellen Wert gleichzusetzen ist. Da ist auf jeden Fall mehr Wert hier drin. Und eigentlich würde ich sie nicht verkaufen. Nee. Es sei denn, mir gibt jemand dafür mein Leben lang Gesundheit oder sowas. Oder ja, irgendwie halt sowas, was mehr wert als Geld ist. Geld ist auch nicht die Welt. Es ist mir nicht viel wert. Meine Sammlung ist mir mehr wert als viel Geld. Was ist das für Fragen? Gut, Kleider machen, Leute. Welchen Kleidungsstil bevorzugst du in einem Horrorfilm? 70er, 80er oder ist es dir egal? Hä? Das ist mir egal. Welchen Kleidungsstil bevorzugst du in einem Horrorfilm? Ja, das ist mir wirklich egal. Kommt drauf an, ne? Wenn ich. In welchem Zeitraum der Film spielt. Also, wenn der Film in den 70ern spielt, dann sollen die da nicht mit irgendwelchen Buffalos oder so rumlaufen, die aus den 90ern kommen oder sowas. Nee, ganz kurz und knapp. Das ist mir egal. Entweder oder. Wenn du in einem Horrorfilm mitspielen könntest, wärst du gern der Killer oder das Opfer? Ich wäre gern der Killer, natürlich. Aber, doch, ich wäre einfach gern der Killer. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz schön fieser Killer. Obwohl, ich habe ja schon gesagt, ich bin Sensibelchen. Wahrscheinlich würde ich den Leuten den Arm abhacken und danach würde ich die trösten oder so. Nee, aber ich wäre schon ganz. Also ich schrecke gern Leute und ich würde auch super gerne in der Geisterbahn oder sowas arbeiten. Aber wenn man mich jetzt darauf ansprechen würde, dass ich in einem Horrorfilm mitspielen soll und ich dürfte mir die Rolle aussuchen, dann würde ich auf jeden Fall schon den Killer nehmen. Aber ich würde mir auch das Outfit selbst aussuchen wollen. Ich stehe total auf Masken und Schminke und sowas. Checkt übrigens mal meine Band aus, Honey Truck. Da maskiere ich mich auch. Und daher ist das Faible für Masken da und für Killer auf jeden Fall. Okay, letzte Frage jetzt, nur für Erwachsene. Pornoszenen im Horrorfilm, ja oder nein? Also von Pornoszenen gehe ich jetzt mal wirklich von Hardcore-Szenen aus. Und ich muss sagen, ja, ich habe mal so einen Film gesehen, Porn of the Dead hieß der. Ich fand den Titel einfach so klasse, habe mir den Film angeguckt und muss sagen, wenn es solche Filme werden, dann lass das mal. Aber wenn man jetzt wirklich weiß, worauf man sich einlässt und weiß, dass das ein Horrorfilm gemixt mit Porno ist, wenn es wirklich gut gemacht ist, habe ich nichts dagegen. Warum sollte man das nicht tun? Man muss es ja nicht angucken. Und man sollte natürlich auch wissen, worauf man sich einlässt. Aber es ist auch immer noch eine Sache, inwiefern Pornoszenen. Also, wenn es jetzt einfach. Man kann sich das auch wirklich schlecht vorstellen. Also ich will jetzt wirklich nicht bumsende Zombies sehen. Und wenn es dann einfach ein Porno ist, wo nachher jemand umgebracht wird, weiß ich auch nicht, das passt auch nicht so gut zusammen. Und wenn ich mir jetzt einfach nochmal ein paar Stufen härter Hostel vorstelle, mit irgendwelchen Hardcore-Aufnahmen. Oh nee, das braucht man glaube ich nicht. Alter, das ist ein bisschen heftig. Nee, von daher, ich würde sagen. Wäre okay, würde ich mir aber glaube ich nicht angucken. Gibt's doch bestimmt auch sowas, oder? Weiß nicht, auf jeden Fall war das die letzte Frage.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich habe euch ganz schön voll gelabert, glaube ich. Aber gut, wenn man dann getaggt wird, dann macht man das auch so, wie man sich das denkt irgendwie. Und das ist mein erster Tag gewesen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn ihr nicht schon alle abgeschaltet habt. Taggen tue ich kein, weil ich glaube, denke mal, alle die YouTuber in dem Bereich, die ich kenne, wurden schon mit dem fucking Freaks Tag getaggt. Von daher lasse ich das einfach sein. Und ja, bedanke mich nochmal bei Stone Cold. Und wünsche euch einfach nochmal einen schönen Abend jetzt. Ich will mir jetzt auch noch einen Film angucken, wir sind zu spät.